Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Menschen im Saal und draußen im Netz. Wir leben in Zeiten der globalen Transformation. Ich glaube, da muss ich jetzt hier keinem erzählen, ungefähr fast die Hälfte dieses Rates glaubt es zwar nicht, aber wenn man sich die Bilder anguckt aus den letzten Tagen und auch in der Welt ein bisschen umguckt, der Klimawandel, die Klimakatastrophe ist nah. Und selbst wenn man das nicht glaubt, das ist das Traurige, liebe AfD, das Traurige ist, die Rahmenbedingungen, die ändern sich. Ja? Natürlich kann das irgendwie, kann man das politisch ändern, aber sie ändern sich überall auf der Welt, weil überall auf der Welt die Menschen halt schlau genug sind oder langsam schlau genug werden, dass man gewisse Dinge nicht mehr tun kann, weil wir halt über die Leistungsfähigkeit dieses Erdballs uns ernähren und bewegen. Und deswegen wird es Änderungen geben. Ich kann es in einem Satz zusammenfassen. So wie die Dampfmaschine, so wird auch der Verbrennungsmotor diesen Erdball verlassen. Und wir müssen also gucken, dass wir die Mobilität, dass wir die anders, dass wir sie besser hinkriegen. Wir brauchen demnach eine neue Form der urbanen Mobilität. Wir müssen neue Formen entwickeln und dazu natürlich müssen sie sozial und gerecht sein. Es kann nicht sein, dass halt einige Menschen sich Mobilität leisten können, andere nicht. Das wird natürlich viel, viel schwieriger, wenn wir jetzt an die Elektromobilität denken, weil zumindest Stand heute technisch, es gibt keine 15 Jahre alten Batterien. Also gibt es auch keine 15 Jahre alten Elektroautos, auch in 15 Jahren nicht. Das heißt, Sie müssen immer ein neues Auto kaufen. Das heißt, jeder, so wie heute, dass ich mir für 2, 3, 4, 5.000 Euro ein Autochen zulege, die Möglichkeit ist dann vorbei. So, das muss man auch sozusagen einfach mal aussprechen, weil damit, ich sagte ja, der Verkehr muss sozial und gerecht sein, der Verkehr muss auch besser werden. Das heißt, wir müssen uns überlegen, was machen wir dann? Neben der Elektromobilität, habe ich gerade angesprochen, gibt es natürlich Carsharing. Fuß- und Radverkehr, ganz heißes Thema, ist super billig, kann man mit wenig Geld sehr, sehr viel erreichen. Und natürlich den ÖPNV. So, vor drei Jahren haben wir hier beschlossen, es wurde schon ein paar Mal zitiert, dass wir die DVB zur zentralen Mobilitätsdienstleisterin in Dresden machen wollen. Warum zentrale Mobilitätsdienstleisterin, Herr Blödner von der FDP? Weil es natürlich sehr, sehr schlau ist, dass die DVB auch die Fahrräder, also nicht betreibt, sie betreibt sie ja nicht, aber sozusagen ihren Finger drauf hat. Weil erstens gibt das einen enormen Werbeeffekt. Zweitens gibt es Bindung an die DVB. Ich kenne jemanden, der hat seine Dauerkarte nur, weil er mit der DVB-Karte Fahrrad fährt. Ja, der fährt viel Fahrrad und er sagt, es lohnt sich für mich. So, und deswegen, und weil man die Steuerung hat natürlich. Stellen Sie sich vor, irgendein Unternehmen flutet jetzt Dresden auch mit irgendwelchen Fahrrädern. Wir können gar nicht sagen, mehr Fahrräder nach links oder nach rechts oder tu das nicht. Ja, das können wir alles nicht machen. Wenn die DVB das macht, haben wir da wenigstens mittelbaren oder unmittelbaren Steuerungsmöglichkeiten. Und wenn wir jetzt an neue Formen der urbanen Mobilität denken, dann müssen wir natürlich auch Quartierbusse mit überlegen, On-Demand-Sachen, also wo dann ein Dienst kommt, vielleicht sogar mit irgendwas Selbstfahrendem, wenn ich es brauche. Und interessanterweise, hat mich sehr gefreut, CDU hat ja das Wort On-Demand prüfen auch in einem Antrag, den wir heute hoffentlich noch beschließen werden. Meine Damen und Herren, wenn man jetzt all das verstanden hat, dass mit der neuen Mobilität in der Stadt, dann folgt daraus rein logisch, dass man ein Bekenntnis abgeben muss zum Ausbau eines erweiterten ÖPNVs. Und wenn man ein Bekenntnis zum Ausbau macht, ist das auch ein Bekenntnis zur Finanzierung. Wie kann man ÖPNV finanzieren? Man kann A, die Ticketpreise nehmen, haben wir schon öfter gehört, reicht nicht. B, man kann sozusagen als Stadt was dazu tun, also entweder irgendwas Festes, Parkgebühren einfach zur DVB oder wir machen es aus dem Haushalt oder wir haben Steuern oder Umlagen. Führt mich zu dem umlagefinanzierten ÖPNV. Meine Zeit läuft ab, aber ich will Ihnen nur sagen, haben Sie es gemerkt? Letzten Stadtrat, haben Sie alle, ich glaube, es war einstimmig, haben wir alle einen riesigen Schritt zu mehr Umlagefinanzierung im ÖPNV hier dafür gestimmt, weil wir haben ja für das Bildungsticket gestimmt.
Und wo kommt das Bildungsticket her? Das ist natürlich sozusagen Bundesgeld, Landesgeld, was hier sozusagen in Dresden in den ÖPNV fließt. Davon brauchen wir mehr. Und wir brauchen diese Kenntnis zum ÖPNV, zur Finanzierung, zum Ausbau des ÖPNVs. Das heißt, wir werden uns bald hier unterhalten, ganz konkret, also nicht ob, sondern ob es aus dem Haushalt kommt, ob wir dafür Gebühren erheben, ob wir Steuern machen oder eine Umlagefinanzierung. Zwei Sekunden hätte ich noch gebraucht. Umlagefinanzierung brauchen. Dankeschön.